Das erste Mal in FTL in einem feindlichen Sektor. Schauen wir mal, wie wir uns jetzt da schlagen. Muss mal kurz einen Test im Twitch-Chat machen. Da passiert gerade nichts, was komisch aussieht. Mal schauen, ob der noch läuft. Aber erstmal gucken wir uns jetzt hier um. Schauen wir mal kurz. Die Federation-Einheiten wurden hier vertrieben. Die Rebellen. Jetzt hat es geklappt. Sehr gut. Okay, hat wirklich gehangen. Da sind irgendwie... Jetzt kam der Chat alles auf einmal. Wurscht. Okay, die Rebellen haben die örtlichen Einwohner ganz schön bedrängt. Steuern eingetrieben, Militärbasen, Rebelleneinheiten überall. Und ich habe das Engie-Schiff freigeschaltet. Okay, für einen neuen Playthrough, wenn ich das möchte. Schauen wir mal, die sind alle in den richtigen Positionen. Das sieht gut aus. Und dann können wir uns jetzt mal an den Sprung wagen. Das Gute ist, hier sind überall Nebel. Wir können hier hin in den Nebel. Da müsste das alles langsamer sein. Genau, ist doch gut. Da werde ich nicht so schnell verfolgt. Maschinen an und ab geht's, wie Anfadur richtig schreibt. Wir haben ein automatisiertes Schiff getroffen. Ja, greifen wir einfach an. Okay, zwei Drohnensysteme, doppelte Schilde. Okay, das ist schon ein bisschen stärker. Merkt man gleich mal. So, greif mal an. Bin jetzt ein bisschen geizig. Weißt du was? Ich gönne mir mal, ich habe 13 Drohnenteile, ich gönne mir mal die Defense Drone. Die Raketen abwehrt. Sehr gut. Ich mache Autofire aus gerade. So, ich mache die Schüsse jeweils weg. So, die Schilde. Greifen wir nochmal an, das passt. Ups, warum ist denn der aus? Okay, das wurde beschädigt. Habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Ist das ein Gegner hier an Bord? Enemy Combat Drone. Da habe ich auch nicht aufgepasst. Okay, da muss ich mich gleich mal nebenbei drum kümmern. Erstmal werden jetzt alle hier gebraucht, um die Drohne anzugreifen. Ah, nee, hä? Achso, die sah aus, als wäre sie drin. Ich war total verwirrt gerade. So, du reparierst hier mal schön. Kann er mitreparieren? Geht das ein bisschen schneller. Das sieht gut aus. Ich brauche meinen zweiten Burst Laser wieder. Okay. Diesmal... Ich schalte mal das Drohnensystem aus. Das heißt, ich schieße mit dem Burst Laser hier auf die Schilde. Und damit auf das Drohnensystem. Sehr gut. Dann fällt eine Drohne schon mal aus. Schon ganz okay aus. Nochmal auf die das Drohnensystem. Burst Laser auch. Und das schicken wir noch da drauf. Mist. Ich schieße ganz schön oft daneben gerade. Achso, ist jetzt hier schon repariert. Hier kann wieder an die Schilde gehen. Das sieht alles ganz gut aus. Die Defense Drone arbeitet. Okay, Burst Laser. Auf das blöde Drohnensystem ziehe ich auf die Eier gerade. Halt mal die Schilde aus. Wie oft schieße ich denn daneben? Das ist ja schrecklich. Der schießt hier weiter da drauf, das passt schon. Okay, die ist schon kaputt. Oh, 41 Scraps und wir können die Station begutachten, die dahinter war. Und können auch die Drohne jetzt noch... da finden wir ein neues Drohnensystem in der Basis dahinter. Sehr schön. Gucken wir uns mal kurz an. System Repair. Hm.
eher Anti-Personal Drone oder die Repair Drohne? Die Repair Drohne finde ich gerade noch wichtiger. Rüsten wir die mal aus. Und können die dann. Vorli3N, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, meint immer, ich soll auch mal das Pilotensystem ausschalten, dann treffe ich zu 100%, ist eigentlich auch gar nicht schlecht, stimmt schon. Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Warum ist denn die Combat Drone, die feindliche, noch hier? Das weiß auch keiner. Ja, mehr will ich gerade nicht machen. Ich will noch was upgraden. Was könnte ich denn noch upgraden? Was wäre denn noch wichtig? Antrieb, meint ihr. Da redet ihr ja schon länger von. Dass ich mehr Evasion habe. Nicht Piloting, sondern den Antrieb hier. Mehr Ausweichchance. Habe ich es richtig gemacht? Antrieb. Dodge 25. Bei Evade immer noch bei 27 feststeht. Warum wird das nicht aufaddiert? Aber ich keine Power drauf habe. Deshalb. Auf 37. Jetzt brauche ich wieder langsam mal mehr Power. Dann kann ich das voll. Und dann brauche ich eine Power mehr. Die kann ich dann hier abzwacken. Und kann es mit auf die Drohnen geben. Ah, okay. So passt es doch. Dann könnte ich jetzt das. Dann habe ich hier 42% Evade, was nicht so schlecht ist. Und kann mit den restlichen Power zwischen den Drohnen hin und her schalten, zwischen dem Sauerstoff oder dem Med-Bay, dem Med-Kit-Raum. Das sieht auch ganz gut aus. Damit bin ich zufrieden. Dann können wir jetzt loslegen. Nächster Sprung. Hier waren wir schon. Und dann springen wir wieder zurück in den Nebel hier. Hier ist eine Quest. Das ist natürlich super. Besser bleiben wir im Nebel, dann folgen wir uns nicht so schnell. Oh, schon wieder so einen automatischen Rebellen-Scout. Ah, das will wegkommen. So nicht. Autofeuer aus. Da deaktiviere ich den Antrieb einfach. Warum sehe ich da nichts von dem blöden Schiff? Und warum laden die Waffen nicht auf? Irgendwas stimmt hier nicht. Hä, warum laden denn die Waffen nicht auf? Ich kann irgendwie nichts machen. Hä? Ich kann ihn auch nicht angreifen. Cloaking, achso. Wie lange hält denn das Ding? Jetzt. Ist auch mies, dass meine Waffen so lange nicht aufladen. Das ist doch blöd. Okay, jetzt charge. Ladet mal schnell die Waffen auf. Ladet mal schnell die Waffen auf. Na gut, erstmal die Schilde deaktivieren. Miss. Fuck. So, das den Cloaking Device muss ich mal killen. Und den Antrieb. Sieht schon mal ganz gut aus. Nicht, dass er seinen scheiß Cloaking Device wieder anmacht. Schneller. So. Wie machen wir das? Noch einmal draufschießen, erst mit ihm. Ich hatte den Cloaking Device auch schon fast, sehr gut. Lade schneller wieder auf. Die Schilde müssen wir erstmal aufladen, das geht aber. Nein! Puh. Okay, die Versorgung ist doppelt so schnell. Fuck. Doubled for one jump, das geht ja immerhin noch.
wir bleiben mal hier im Nebel. Hier gibt es einen Distress Call. Unten ist noch eine Quest. Gehe ich zum Distress Call? Das hilft eigentlich immer noch mal. Machen wir es mal. Geht schon. Okay, als ich da ankomme, gibt es ein ziviles Schiff, das uns anfunkt. Und es bedankt sich dafür, dass wir da erstmal zu Hilfe kommen. Und die können nicht zum nächsten Depot fliegen. Und da wollen wir ihnen gerne helfen. Und dann kriegen wir einen Questmarker. Und dann folgen die uns. Ein Federation-Schiff helfen wir doch gerne. Und runter zur Quest kommen wir auch noch. Store. Wo ist denn ihre Quest? Ach, da oben ist deren Quest. Jetzt würde ich eigentlich so schnell wie möglich hier runter. Dann nochmal da hoch. Oh, das schaffe ich nicht, oder? Beide Quests schaffe ich nicht. Eine zivile Raumstation mit schweren Schaden. Und die funken uns an, dass sie hart getroffen wurden im Krieg. Sie brauchen Drohnenteile, um die Repairs zu machen. Und sie wollen von uns Drohnenteile haben. Sind das denn... Sie geben uns pro Drohnenteil 4 Scraps. Ist das besser oder teurer? Ist das... Kann ich sonst Drohnenteile für günstiger kaufen? Oder hilft man denen? Ich verkaufe ihnen mal welche, einfach um guten Willen zu zeigen, aber nicht mehr. Das war's. Ich dachte, da gibt es vielleicht noch ein bisschen was Nettes. Nearby Sun, das scheint nicht so gut zu sein. Wie viele Sprünge bräuchte ich denn? Oh, das sieht alles nicht gut aus. Ich bräuchte einen Sprung, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kannst ja vergessen. Schade, die Quest schaffe ich wohl nicht mehr. Dann gehen wir hier runter durch den Nebel zu der Quest. Ah, die ist halt richtig mies weit weg. Okay. Ship emerges. Ja, ist ein Schiff, was nach mir sucht. Kann ich jetzt versuchen, unbemerkt zu bleiben, oder ich greife es natürlich an. So ja nicht. Stimmen alle Systeme. Ja, das sieht ein bisschen gefährlicher aus, das Schiff. Dann mach ich mal die Defense Drone an. Kann ja nicht schaden. Schießen. Da wurde auch schon mehrfach empfohlen. Okay, jetzt kann ich mal mit dem zweiten noch damit drauf schießen. Die Schilde mal wirklich ausbleiben. Sieht alles ganz gut aus hier. Die schießen auch gerade volle Kanne zusammen. Ja, davon erholt er sich auch nicht mehr. Ja. Da wollen sie aufgeben. Kann ich aber schön vergessen. Tschüss. 56 Scraps. Das ist doch mal nice.
irgendwann anfangen, das zu upgraden noch. Oder den Upgrade, oder die Engines für mehr ausweichen. Obwohl ich ja eh schon die Defense Drone habe. Macht die eigentlich. Das mit 100%iger Sicherheit? Verstehe ich nicht. Das weiß man natürlich nicht genau. Steht da nicht. Mit 100%iger Sicherheit die Incoming Missiles, die Raketen zerschossen werden. Oder ob das eine bestimmte Chance ist. Ich lasse es mal so. Ich habe noch ziemlich viel Zeit gerade, bis die da sind, oder? Ich schätze mich gerade total mit der Zeit. Oben könnte man viel mehr machen. Das mit der Nähe einer Sonne scheint nicht so gut zu sein. Ein Sprung, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Durch den Nebel, naja, schaffe ich nie. Durch den Nebel hat sich ein bisschen verzögert, aber schaffe ich nie. Mit 8 Sprüngen. Okay. Schon wieder ein Gegner. Ah, das ist ein Billo-Gegner. Da brauche ich mir keine großen Sorgen machen. So eine Humbug-Drohne, die ab und zu ein bisschen raufsippt. Tut mir auch nicht weh. Ein Glas. Ich kann auch darauf schießen, das ist völlig wurscht. Jetzt gibt es erstmal den Schild. Ja, Waffensystem ausgeschaltet, den Piloten ausgeschaltet. Da passiert nicht mehr viel. Tschüss. Jetzt hängt der Twitch-Chat gerade bei mir schon wieder. Ich lade ihn nochmal neu. Sehe ich dann immer zwischendurch, leider, wenn der, irgendwie der Chat nicht weitergeht. Kann natürlich sein, dass ihr aufgehört habt zu schreiben, aber das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, der Twitch-Chat hängt bei mir, wie er es ab und zu leider tut. Ja, bisschen Zeug bekommen. Easy, easy, easy. Jetzt kommen sie wieder näher. Hier kann man die eine Quest noch erfüllen. Okay. Ein Autoscout. Ohne Schild oder was? Und hier ist diese Federation Base, von der wir Nachricht bekommen haben. Schießen wir euch mal einfach kaputt. Der Einzige, der nicht auf... Pierre ist noch nicht hoch genug gelevelt. Muss ein bisschen geschossen werden. Ich könnte mich eigentlich von ihm beschießen. Lass mal kurz. Ich werde mal... Er hat ja keine Schilde. Mach mal ein Waffensystem kaputt. Man soll ab und zu halt. Man soll hier mal ein bisschen seine Schilde aufleveln. Was ist das für eine Waffe? Tut die sonst noch irgendwas? Macht die meine Hülle kaputt? Schauen wir es nochmal an. Nö. Na dann. Kann Pierre mal schön seine Kenntnisse, eine kleine Fortbildung machen. Ansonsten sind alle schon ausgelevelt. Ich könnte mal nochmal die... Was gibt's noch? Es gibt Schilde, es gibt Antrieb, Kämpfen. Den zweiten Piloten irgendwo mal ausbilden an der Station? Ich glaube nicht. So, Pierre. Ja, kannst ein bisschen was lernen, du. So nett sind das für dir. Wenn es erst gar nicht gefällt wird, mache ich mir die einen noch aus. Ich höre mal auf, mit dem einen drauf zu schießen. Mal gucken, wie das wehtut, wenn beide treffen. Okay.
toll, wenn sie daneben schießen, habe ich auch nichts davon. Sollen wir die Türen zumachen, meinte Balnak. Miotus meinte, der hat coole Jeans auf Amazon gefunden. Aha. Cosmo Lupo heißen die. Kann ich mir auch mal angucken. Übrigens, wenn ihr bei Amazon bestellt, kann ich mal wieder sagen, dann dürft ihr gerne meinen Rev-Link benutzen. Dann bekomme ich nämlich einen kleinen Bonus, wenn ihr bei Amazon was kauft und meinen Link benutzt. Unten in der Twitch-Beschreibung steht ja auch nochmal drin. Das kostet euch nicht mehr und ich kriege einfach einen kleinen Bonus bei Amazon, wenn ihr diesen Link benutzt, bevor ihr bestellt. Warum steht das noch nicht auf? Ist jetzt auch genug aufgelevelt. Eigentlich müsste das. Vielleicht muss ich ihn einmal raus und reinschicken. Ha, jetzt! So, und jetzt können wir den auch hier komplett zu Klump schießen. Tschüss. Und Zeug angesammelt. Easy. Okay, die Federation Base, die da war, die kontaktiert uns jetzt. Und, oh, cool. Also, wir kriegen ein neues Crewmitglied, neue Waffe und Scraps. Das schauen wir uns doch mal an. Ein neues Crewmitglied, Junpeng, Rockman. Rockman von Ratchos 4 sind anscheinend sehr selten. Was können sie denn? Feuerimmun ist natürlich praktisch, um irgendein Feuer zu löschen. Sind halt sehr langsam, haben aber viel HP. Die können also gut kämpfen. Ich gehe jetzt einfach mal 17 Kommentare zurück, ab jetzt. Und der, nachdem benenne ich das. Nee, stopp. Nicht 17 Kommentare. Ich denke mir eine Zahl aus an Abonnenten. Abonnentenkommentare. 9 Abonnentenkommentare. Geh mal zurück. Anfandur, Queen Hornety. Wieder Anfandur ist 3. Vermalt ist 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha! Tobi ist es. 93er T-Bone. Tobi hat Glück gehabt. Zack. Neues Teammitglied, Tobi, der alte Felsenmann. Super. Und kann jetzt hier schön kämpfen. So, wo geht der Felsenmann hin? Der Felsenmann stellt sich irgendwo, weil der relativ lahmarschig ist. Stellt sich der Felsenmann hier so zentral hin, damit er dann irgendwo schnell aushelfen kann. Je nachdem, wo dann gekämpft wird. Obwohl hier ist eigentlich, dann kommt er da überall gut hin. Oder hier? Na da. Okay. Finde ich gut. Jetzt mal überlegen, ob alles soweit passt sonst. Will ich noch irgendwas upgraden? 219 ist nicht so schlecht. Will ich noch ein bisschen Dodge upgraden. Einmal gönne ich mir das noch. Kann man noch Oxygen ausmachen, wenn es knapp wird. Das passt erstmal so. Und ich spare mir noch ein bisschen Scrap-Teile. Passt, passt, passt. Ah, der Sprung ist gut. Und dann fliegen wir als nächstes dahin. Was hat es mit dieser Sonne eigentlich auf sich? Das liegt irgendwie blöd. Okay, wir sind im Asteroidengürtel angekommen und haben einen Rebellen-Scout gefunden. Die können immer nichts. Der. Naja, mach du mal so. Ein paar Drohnen fliegen drumherum und nerven, aber. Die kriege ich mal schön auf die Nase. Oh, ein bisschen zersemmelt. Tschüss.
Okay, läuft ganz gut. Ja, das war easy. Ich springe trotzdem noch einmal hier hoch. Das können wir uns schon noch leisten zeitlich. Okay, ein Rebellenschiff nähert sich vorsichtig an und sagt, persönlich wäre lieber bei der Föderation geblieben. Und ja, aber er ist ein Soldat und deswegen wird er trotzdem kämpfen. Naja. Wenn es seine Wahl ist, das hat relativ viel Power. So, die Schilde schalten wir mal mit aus und dann gehen wir mit auf die den Piloten erstmal. Das ging daneben. Sehr schön, gut getroffen. Das heißt, er wird dann... kann dann nicht ausweichen. Dann schieße ich mal als nächstes auf die Waffen. Ups. Okay, und jetzt will es abhauen. Braucht er den auch? Ja, dann machen wir es so und drei da drauf. So, jetzt schießt man ordentlich drauf. Der soll nicht entkommen. Nee, auf geht es nicht. Und kaputt. Ach, ich habe einen Leck. Habe ich auch nicht drauf geachtet. Ihr schreibt es gerade. Okay, zum Glück ist der Raum zu. Wen schickt man denn da? Wer soll mal gut reparieren lernen? Sarah ist eigentlich am besten im Reparieren. Zählt es auch als Reparieren? Ich glaube schon. Gut gemacht, Sarah. Darfst du auch wieder heilen gehen. Und das lädt die Energie wieder auf. Aber hier kann man auch alle Türen zumachen. Ist das so gut verteilt? Doch, gefällt mir. So. Distress, den schaffe ich nicht mehr. Springe wieder runter und dann weg hier. Das kennen wir ja schon. Nächstes Mal dahin. Okay. Ah, bevor ich den Sektor verlasse, entdeckt meine Scanner noch eine intelligente Lebensform auf dem nahen Planeten, die noch nicht in der Datenbank auftaucht. Das gucken wir mal. Und landen mit einem kleinen Shuttle. Und dann sehen wir nur so kleine, bunte sechs beinige, pferdeähnliche Viecher. Kann man mit denen kommunizieren oder die an Bord bringen, um zu versuchen, die zu verkaufen? Ich werde mal mit denen versuchen zu kommunizieren. Weiß man nicht, wie das hier ist. Das klappt leider nicht, mit denen zu kommunizieren am Anfang. Sie starren uns nur an, aber als wir versuchen, als wir den Planeten wieder verlassen, kommt eine Kreatur vorwärts und schiebt uns weg vom Schiff und möchte anscheinend, dass wir ihnen folgen. Und dann führen sie uns zu einer alten NG-Crash, das ist also eine Absturzstelle von dem Schiff. Und da finden wir einige Sachen. Einmal Treibstoff, einen Drohnenpart, 29 Scraps. Ein Burst Laser Mark 3, was glaube ich ziemlich krass ist. Burst Laser 3. Ein NG. Ist ja super. Das scheint ganz schön krass zu sein. Im Chat werde ich schon als Lacker bezeichnet.
Ich glaube, da haben wir einen guten Deal gemacht. Burst Laser Mark 3 ist wohl besser als ein Burst Laser Mark 2. Braucht 4 Power, aber 12 Sekunden 3 Shots, 9 Sekunden 5 Shots. Klingt gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich nehme sogar den Halberd Beam raus und schieße einfach mit dem Burst Laser dann alles kaputt. Und das ist schon mal ein guter Start. Glaive Beam ist noch stärker. Der Glaive Beam ist ja auch richtig stark. Einblast gefällt mir eigentlich ganz gut, weil er relativ schnell ist, aber so viel macht er gar nicht. Ich glaube, ich nehme den Einblast wieder zurück und haue mir den Glaive Beam. Aber ich habe eh nicht genug Power. Der Glaive Beam ist aber auch ziemlich geil, wenn ich genug Power habe. Macht pro Room 3 Hit. Außerdem haben wir den Bohrmann neu, ein Engie, der schon ein bisschen gelevelt ist. Kann kein Comet Damage machen, dafür ist überhaupt nicht zu gebrauchen. Ja. Wie viel Waffen-Upgrades? Ich guck mal da rein. Wie viele Waffen-Upgrades gibt es denn? Wie viele Powerbars? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 habe ich 8. Der bräuchte 4, 4, 6, 8. Geht gar nicht. Bräuchte praktisch einen Dreier. Anders geht's ja gar nicht. 4, 6, 8 braucht das schon so. Also ich kann die gar nicht zusammen benutzen. Ist ja schade. Das heißt, den Burst Level 3 kann ich eh nicht benutzen, sondern nur ihn hier höchstens. Und dafür fehlen mir immer noch 3. Schade. Schade, schade, schade. Das neue Crewmitglied benennen wir später. In der nächsten Folge benenne ich das neue Crewmitglied. Was mache ich denn jetzt noch vorher? Irgendwas upgraden. 175, 265, ich kann sogar die Waffen upgraden bis zum geht nicht mehr. Mache ich auch mal. Guck ich mal, wie mir das gefällt. Aber jetzt habe ich natürlich nicht genug Power dafür. Ja, ich vergesse immer. Immer eine Sache vergesse ich. Ich sag mal, wir verlassen den Sektor. Oder machen wir noch irgendwas? Nö, 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 nö. Wir verlassen den Sektor. Das passt. Dann geht's durch den piratenkontrollierten Sektor. Für mich doch kein Problem. Und dann, wie es da ausgeht und wie wir ausleveln und wie der nächste oder neue Crewmitglied heißt, sieht ihr in der nächsten Folge. Bis dann.